Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu diesem Sonntag Exaudi. Das heißt so viel wie: Herr, höre mich, wenn ich zu dir rufe. Und diesen Gottesdienst feiern wir nicht in der Natur, weil das Wetter es nicht zulässt, sondern in einem geschlossenen Raum. Und das hat den Vorteil, dass wir auch einmal Klänge hören können, die man in geschlossenen Räumen vernimmt. Und wir wissen es, dass für viele die Orgelmusik natürlich auch zum Gottesdienst dazugehört. Und deshalb möchte ich versuchen, uns ein paar Takte Orgelmusik für die Einstimmung des Gottesdienstes zu Gehör zu bringen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lassen Sie uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für diesen Sonntag, für deinen Auferstehungstag. Wir danken dir, dass wir zusammen auf dein Wort hören dürfen, dass du uns ansprechen wirst, dass du uns Kraft schenken wirst. Herr, nimm von uns all unsere Probleme, alle Nöte, alle Sorgen, die uns belasten. Hab Dank für alles, was wir in der vergangenen Woche aus deinen Händen nehmen und empfangen durften. Herr, sei du es, der uns führt und leitet, der uns aufbaut, aufrichtet und zu neuen Ufern führt. Sei mit deinem Segen in dieser Stunde. Amen. Jeder Gottesdienst enthält ein Gotteslob, und das ist also üblich, dass man ein Gotteslob auch aus dem Alten Testament liest, und dazu gibt es ja die Psalmen. Und einen Psalm möchte ich uns lesen, der ist aus dem Psalter genommen, und zwar der Psalm 27. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn. Um meiner Feinde willen, gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Thank you.
Text für diesen Sonntag Exaudi erst genommen aus dem 1. Samuel, und zwar Samuels Berufung. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel, und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal, und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief, wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Ist es Ihnen auch schon einmal so ergangen, als Kind oder als Jugendlicher, dass die Eltern riefen zum Mittagessen oder dass wir kommen sollten und wir haben es nicht gehört? Wir haben einfach weiter uns beschäftigt und dann kam ganz empört die Mutter oder der Vater und sagte, wie oft muss ich denn noch rufen, damit du endlich hörst? Ganz anders hier bei Samuel. Er wird gerufen und ist sofort parat. Er hört sofort und geht zu Eli und möchte natürlich wissen, warum hat er gerufen? Es ist selten, dass Menschen sofort auf einen Ruf hören. Manchmal braucht es, wie gesagt, aus unserer eigenen Erfahrung 2 bis 3 Mal einen Ruf, bis wir letztlich das wahrnehmen und auf ihn hören. Aber hier geschieht ja nicht nur das Hören und Befolgen eines Rufes, sondern hier werden wir Zeuge, dass da jemand ruft, der gar nicht zu sehen ist und von dem man es gar nicht erwartet. Samuel war davon ausgegangen, dass Eli ihn ruft und ist zu ihm gegangen. Und dann heißt es so schön in diesem Text, er hat Gott noch nicht gekannt. Er wird gerufen und geht zu einem Menschen und bittet ihn und fragt ihn, ja, was soll ich tun, was soll ich machen? Es braucht selbst bei Eli noch eine Weile, bis er verstanden hat, dass Samuel tatsächlich gerufen wird, aber nicht von einem Menschen, nicht von einem sichtbaren, nicht von einer sichtbaren Person, sondern dass Gott dahinter steht. Und erst dann kann er diesem Samuel einen Rat geben, dass er antworten soll, dass er hören soll und dass er bereit sein soll, wenn Gott noch einmal ruft. Längst haben wir es durchschaut und verstanden, hier geht es um das Finden Gottes. Hier geht es darum, auf Gott zu hören, eine Stimme wahrzunehmen, sie richtig einzuordnen, für uns im alltäglichen Leben. Immer wieder bekomme ich auch Fragen gestellt und es geht uns, glaube ich, allen so, dass wir nicht wissen, hat uns Gott gerufen, ist das Gottes Stimme oder sind das
Stimmen von Menschen, Ratschläge von Menschen. Wann wissen wir, dass uns Gott gerufen hat und wann wissen wir, dass es ein Mensch gewesen ist, der uns gerufen hat? Wie können wir diese Stimmen überhaupt unterscheiden? Ist es überhaupt möglich, Gott zu lesen? Wie können wir auf Gott hören? Viele möchten gern dem Ruf Gottes folgen, möchten gern ihm gerecht werden, aber sie sagen dann mir immer wieder, wie kann ich das herausfinden, dass es wirklich Gottes Wille ist? Es ist so schön, dass wir in der Geschichte wahrnehmen und hören, dass auch Samuel Gott noch nicht kannte. Da wird eins deutlich, erst wenn wir Gott kennen, wird es möglich, dass wir Gott verstehen, dass wir Gott lesen, dass wir unterscheiden können, wer uns denn letztlich ruft. Wer Gott noch nicht kennt, wer mit ihm noch keine großen Erfahrungen im Leben gesammelt hat, wer noch nicht durch Tiefen und Höhen mit ihm gegangen ist, dem fällt es schwer, die Aufforderung Gottes wahrzunehmen, sie herauszusondern von den vielen anderen Rufen dieser Welt und einzuordnen. Das Schöne ist, dass es wie bei Eli Menschen gibt, die schon länger im Dienst Gottes stehen, die mit Gott eng verbunden sind, die nicht immer in einem Tempel arbeiten oder einen Priester darstellen oder einen hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeiter stellen, sondern dass es Menschen gibt, die mit ihrer Lebenserfahrung schon diese Stimme Gottes gehört haben, auf sie gehört haben und natürlich auch mit ihr umgehen können. Es braucht für den Unerfahrenen im Glauben also doch eine Hilfe. Und das ist das Schöne, dass wir, wenn wir älter sind, diese Hilfe geben können, wenn wir jünger sind, diese Hilfe in Anspruch nehmen dürfen. Wir wissen, was es für eine große Rolle spielt, ob Eltern den Kindern helfen, den Weg in den Glauben zu finden oder eben nicht. Und wir wissen auch, wie wichtig es ist, dass Menschen, die bis ins erwachsene Zeitalter hinein noch nie etwas von Gott gehört haben, vielleicht hier und dort Hilfestellung geben, aus dem eigenen Leben erzählen oder aber auch mitteilen, wie Gott wirkt und wie Gott in dieser Welt erfahrbar ist. Der Glaube ist also ganz alleine schwer möglich. Er ist angewiesen auf die Beziehung von uns Menschen. Samuel kann erst den Ruf Gottes hören, als er von einem Älteren, von Eli, gesagt bekommt, du, da ruft Gott. Uns wird es nicht anders gehen, dass wir hier und dort allein diese Stimme gar nicht wahrnehmen können, dass wir Hilfe brauchen, egal von wem auch, vielleicht von einem Bekannten, von einem Freund, vielleicht aber auch von einem Weggefährten in unserem Leben, auf unserer Wegstrecke. Wichtig ist, dass wir den Ruf hören. Und dieser Ruf kann sich manchmal, so wie hier in dieser Geschichte, einfach nur in unseren Ohren breit machen, ohne dass wir jemanden sehen und meinen, es hätte uns jemand gerufen, aber dieser Ruf kann auch durch einen Menschen, durch einen Boten an uns herangetragen werden. Und nun ist die große Frage, wie unterscheiden wir, wer uns da ruft? Ist es wirklich Gott, der uns ruft? Ist es nicht manchmal auch der Wunsch eines Menschen, der uns ruft, der von uns etwas möchte? Dieses alles zu lernen, zu unterscheiden und einzuordnen, das bedarf einer Übung und das bedarf einer Einstellung, dass wir bereit sind, auch auf Gott zu hören. Als nämlich Samuel dann bereit war und die Antwort gab, ja, ich höre, Herr, dann konnte er das ganze Ausmaß dieser Botschaft annehmen, wahrnehmen und einordnen. Es ist nicht so einfach mit dem Glauben in dieser Welt und wir spüren es heute mehr denn je, dass Menschen sagen, ja, ich würde ja gern glauben, aber ich kann es nicht. Ich würde gern auf Gott hören, ich kann es nicht für möglich halten. Es kommt mir so illusorisch vor, es ist so weltfremd, ich sehe niemanden und doch soll ich auf ihn hören. Ich kann ihn nicht anfassen und berühren und doch soll ich seine Existenz für möglich halten. Das sind die Probleme, in der wir heute stecken und in dieser Zeit, wo man uns den Glauben geradezu ausgeprügelt hat,
Da kann man davon ausgehen, dass viele Menschen die Stimme Gottes gar nicht mehr wahrnehmen. Umso wichtiger ist es, dass diejenigen, die im Glauben unterwegs sind, jenen Hilfestellung geben und ihnen wie Eli den Menschen mitteilen, wie man sich an Gott wendet, in der Stille, in der Bereitschaft, in der Öffnung, dass wir überhaupt eine andere Kraft, eine andere Größe gegenüber von uns akzeptieren. Für Gott bereit zu sein, auf Gott zu hören, heißt sich zurückzunehmen, nicht seinen Willen durchzusetzen, sondern so wie Samuel zu sagen, ja Herr, ich bin bereit, ich höre. Etwas annehmen wollen, etwas, was mich vielleicht auch hinterfragt, etwas, was mich vielleicht auf einen ganz anderen Weg führt, was mich vielleicht auch in eine ganz andere Richtung weist. Das alles kann die Anrede Gottes für uns bedeuten. Das heißt, dass wir Menschen uns in diesem Moment erstmal zurücknehmen dürfen und ganz bereit sind für das, was auf uns zukommt. Und da spüren wir ja, wie schwer wir uns tun. Wir wissen meistens schon die Antwort im Voraus. Wir wissen schon, wo wir langgehen wollen. Wir wissen schon, wie die Zukunft aussehen soll. Und wir wissen schon, wie wir das alles arrangieren, damit alles gelingt und letztlich auch fertig werden kann. Für Gottes Ruf bereit zu sein, heißt, keine vorgefertigten Pläne mitzubringen, sondern zu hören, was er möchte. Das ist es, wenn wir gerufen werden, auch als Kind von den Eltern, dann können wir nicht sagen, ich muss erst noch dies und jenes fertig erledigen, sondern dann heißt es, dass wir zu kommen haben. Und wenn uns Gott ruft, dann heißt es auch, dass wir unsere Dinge, die wir gerade jetzt tun und die uns beschäftigen, die uns umtreiben, vielleicht einmal zur Seite legen und erst mal lauschen, hinhören, bereit sind für das, was Gott für uns in seiner Rede bereithält. Es ist schwer, da wir so gewohnt sind, in der Mitte zu stehen, so gewohnt sind, im Zentrum zu stehen, so gewohnt sind, alles selber zu regeln. Aber das ist das Schöne, wenn Gott ruft, wenn Gott uns anspricht, dass er einen Plan hat, dass er einen Weg weisen kann und dass er für uns Informationen hat. Wir sind dann nicht die Macher, sondern wir sind dann die Hörer und werden dann erst zu den Boten, zu den Menschen, die sich dann in Bewegung setzen. Es ist also etwas ganz, ganz anderes, auf Gott zu hören, als selbstständig vielleicht in dieser Welt sich mit den Ellbogen durchzukämpfen und zu sagen, ich muss meinen Weg finden, ich muss dies oder jenes Ziel erreichen. Nein, auf Gott zu hören heißt, sich in das Vertrauen fallen zu lassen und zu sagen, ich bin gespannt, was er von mir möchte. Ich bin gespannt, was er mir zu sagen hat. Ich bin gespannt, wohin die Reise gehen soll. Eine solche Einstellung hat man uns Menschen gern nicht zugestanden. Man möchte ja, dass wir optimiert werden in eine bestimmte Richtung. Man möchte ja, dass wir gar nicht mehr offen sind, nicht mehr kritisch sind, nicht mehr hinterfragen, auch in unserer heutigen Zeit. Wir sollen einfach nur gehorchen. So, wenn die Eltern rufen. Wenn Gott ruft, müssen wir nicht nur gehorchen, sondern wir dürfen da natürlich auch fragen. Und wir werden es in der Bibel immer wieder entdecken, dass dann Menschen auch mit Gott ins Gespräch gekommen sind, gehadert haben und gesagt haben, ja, ist das wirklich so? Soll ich das jetzt tun und wie kannst du? Es gab dann immer Gespräche zwischen dem, der angeredet wurde und zwischen dem, der geredet hat, nämlich Gott. Und insofern denke ich, ist es doch mehr als schön, wenn wir uns ein Stück in unserem Leben zurücknehmen können, wenn wir uns einmal fallen lassen können und führen lassen dürfen. Das heißt, dass wir dann auch auf sein Wort sicherlich hören. Und das macht uns zu Menschen, die dann in der Welt nicht mehr jedem alles abkaufen. Und genau deshalb haben die Globalisten in unserer heutigen Zeit solche Schwierigkeiten mit den Christen.
Sie lassen sich nicht jeden Bären aufbinden und sie lassen sich auch nicht von jedem führen und in die Irre führen, sondern sie wollen auf Gott hören, auf jenen, der uns geschaffen hat, der uns den Weg weist und der uns letztlich an ein ganz großes Ziel bringt. Wer zuerst auf Gott hört, dem wird die Meinung der Menschen zweitrangig. Dem wird es egal sein, was man um ihn draußen redet. Dem wird es egal sein, wenn man ihm droht oder wenn man ihm Angst einjagt. Dem wird es egal sein, wenn man ihm erzählt, dass er in ganz großer Gefahr ist. Er weiß, dass er nicht in Gefahr ist, auch nicht durch ein Virus, sondern dass Gott für uns sorgt. Gott wird uns die Gefahren im Leben aufzeigen, auf unserem Weg. Wir brauchen keine Hysterie, wie sie jetzt in der Bevölkerung besteht, was Klimawandel angeht. Und wir wissen ganz genau, dass diese Hysterie nie zum Guten geführt hat. Angst und Panik und natürlich die vollkommene Kontrolle, das alles ist nicht von Gott an uns gerichtet. Gott möchte uns, dass wir selbstständige Menschen sind, die in seinem Namen unterwegs sind, die auf ihn hören und bereit sind, auf ihn zu hören. Wie können wir noch diese Stimme hören, wenn wir 24 Stunden oder vielleicht ein wenig weniger auf unser Handy starren? Wenn wir meinen, dass wir alle Informationen aus dem Computer bekommen und wir die anderen Dinge gar nicht mehr brauchen? Wir sind heute so unterwegs, dass wir noch nicht einmal die Schöpfung Gottes betrachten, sondern alle Informationen, alles, was wir aufnehmen, über den Bildschirm aufnehmen. Ich sehe schon Kinder in der Gaststätte am Tisch sitzen mit einem iPad, mit einem Nattel, die nicht in die Welt hinausschauen, die nicht fragen, was sie umgibt, die nicht sehen, was sie umgibt, sondern die sich einfach nur noch von diesem Bildschirm führen und leiten lassen. Es ist wohl die größte Möglichkeit des Teufels, uns von diesem Hören zu Gott wegzubringen. Weg in eine andere Richtung, dort, wo wir uns verlieren, wo wir nicht mehr kritisch hinterfragen, wo wir alles glauben, wo wir alles für möglich halten und wo man uns die größten Märchen erzählen kann. Wenn Gott ruft, dann wünscht er sich, dass wir kein Nattel in der Hand haben, kein iPad haben, sondern dass wir offen sind, voller Demut, empfangsbereit. Empfangsbereit ist man, wenn man nicht abgelenkt ist. Ich wünsche uns heute an diesem Sonntag Exaudi, dass wir wieder lernen, empfangsbereit zu sein für denjenigen, der uns durch so viele Möglichkeiten anspricht und ruft. Manchmal in einem Traum, manchmal durch Menschen, manchmal durch verschiedene Ereignisse, wo wir plötzlich ganz klar und deutlich sehen, so ist es gemeint und dort muss ich lang gehen. Schalten wir auf Empfangsbereitschaft in unserem Leben und zwar nicht über das Nattel, nicht über den Bildschirm, sondern in voller Demut und unabgelenkt für Gott. Und das schafft man am besten, wenn wir in der Natur sind, wenn wir an einem stillen Ort sind, wenn wir nicht gestört werden durch den Tageslärm. Gott gebe uns die Kraft und segne uns, dass wir hören können, wenn er ruft. Amen.
uns gemeinsam beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns immer wieder im Leben rufst, dass du uns den Weg weist, dass du uns die Aufgaben zuweist, dass du uns auch von verkehrtem Wege wegrufst. Herr, wir bitten dich, lass uns deinen Ruf wahrnehmen. Lass uns nicht im Leben abgelenkt sein durch die vielen Angebote, sondern schenke uns die Kraft, die Zeit, die Orte, dass wir auf dich hören können. Herr, wir bitten ganz besonders für diese Welt, die ein Ort des Chaos geworden ist, wo man den Menschen nicht mehr achtet, wo man den Menschen nur noch als Profitelement betrachtet, wo man selbst nur noch die eigenen Interessen durchsetzen möchte, wo man buchstäblich über Leichen geht. Herr, wir bitten dich, hilf uns, eile uns zur Seite, führe uns in dieser schweren Zeit, schenke uns den freien Blick und das offene Ohr, dass wir dich wahrnehmen, dass wir wissen und hören können, was du von uns wünschst. Herr, wir bitten für die vielen Menschen, die geplagt werden, die aufgrund der vielen Nebenwirkungen und Krankheiten nicht mehr ein noch auswissen, sei du bei ihnen, stärke sie. Wir bitten dich für die Menschen in den Kriegsgebieten, die einfach ihr Leben lassen müssen, weil die Profitgier der Obrigen kein Ende weiß. Herr, lass uns erkennen, wie wichtig es ist, Frieden zu halten, wie wichtig es ist, für den Nächsten sich einzusetzen, wie wichtig es ist, dass wir Gemeinschaft üben in einer neuen Community, die du schaffst, in der du wieder der Herr bist, in der dein Rufen das Wichtigste ist. Herr, so bitten wir dich für die vor uns liegende Woche, gehe mit uns, segne uns, schenke uns Gesundheit, führe uns aus der Hoffnungslosigkeit zu neuem Licht, mach uns bewusst, dass du Geschichte wenden kannst und willst, mach uns bewusst, dass du uns täglich rufst und schenke uns Sensibilität, dass wir dich hören. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So möchte ich uns mit dem Segen in diese neue Woche senden. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Blut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Mit ein paar Walzerklängen möchte ich diesen Gottesdienst beenden lassen. Wir kennen es ja, dass die leichte Musik uns eigentlich auch immer ein Stück die Sorgen nimmt. Versuchen wir ein Stückchen bei dem französischen Walzer in die Natur zu schauen, die Sorgen hinter uns zu lassen und zu starten, damit wir stille werden und wir ein offenes Ohr für das Rufen Gottes bekommen.
es gut, auf Wiederluge, Ihr Reini aus den Zeitgedanken, noch unterwegs, aber bald wieder aus Appenzell Innerrhoden. Auf Wiederluge.